Wir machen weiter mit Kurt Beck, einem sehr schönen Bild. Kurt Beck ist bekanntlich Rheinland-Pfälzer, ein Mann mit Herz, Bauch und Schnauze fürs eigene Land. Das wird sehr gemocht und geliebt. Da sagt man schon mal, was man denkt. Und in diesem Fall wollte Kurt Beck nicht, dass in sein Fernsehinterview, das er da gerade gegeben hat, einfach so reingebrüllt wird. Das kann man ja durchaus auch verstehen. Die Wortwahl nicht unbedingt. Hals, Maul, hat er nämlich gesagt. Aber es ist nicht der erste Pöbler von Beck in dieser Art. Und überhaupt Ausrutscher haben in der Politik eine lange Tradition. Politiker sind manchmal eben auch sehr sensibel. Grüß Gott allerseits. Er ist gut gelaunt am Tag der deutschen Einheit. Bei den Feierlichkeiten in München ist noch Ministerpräsident Kurt Beck genau da, wo er sich am wohlsten fühlt, mitten im Volk. Doch als ein aufgeregter Bürger im Hintergrund dazwischen brüllt, wir Bayern bezahlen den Nürburgring, ist es vorbei mit der Kontenance. Wir Bayern bezahlen den Nürburgring. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir... Können Sie mal das Maul halten, einen Moment? Einfach das Maul halten, wenn ich ein Interview mache. Sie sind nicht ehrlich, Sie sind dumm, aber das ist ein Unterschied. Aber ich finde es gut, dass Sie zurückkriegen. Jetzt ist aber gut. Ja? Also eine Politikerentgleisung vor laufender Kamera. Muss sich ein Profi da nicht besser im Griff haben? Der Medienexperte Joe Gröbel schaut sich den Ausraster für uns an. Weil Beck erstaunt ist, weil er eigentlich bislang immer als der Gemütliche, der Ruhige galt und man so sich gar nicht richtig vorstellen konnte, dass da hinter diesem doch etwas korpulenteren, gemütlichen Mann mitunter eben auch ein Vulkan brodelt. Können Sie mal das Maul halten, einen Moment, einfach das Maul halten. Ich denke, dass die meisten den Eindruck haben, dass es ab und zu mal menschlich verständlich ist. Weil man sagt, Mensch, man sieht auch mal etwas von dem anderen Gesicht, das jeder hat und erst recht jemand hat, der ständig so massiv unter Beschuss steht wie Kurt Beck, zumindest in letzter Zeit. Kurt Beck unter Druck. Es ist nicht das erste Mal, dass er etwas daneben haut, wenn die Bürger ihn einfach so anquatschen. So auch 2006 bei einem Rundgang auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt. Als der arbeitslose Henrico Frank über sein Hartz-IV-Dasein meckert, kontert Beck: Wenn Sie sich waschen und rasieren, dann haben Sie in 3 Wochen einen Job. Der Ministerpräsident als Wiederholungstäter? Zumal Beck ja selbst so eine doch bärtige Tracht trägt. Also es war eher unfreiwillig komisch, war nicht besonders elegant. Alles andere als elegant war 1983 auch der frühere hessische Ministerpräsident Holger Börner gegenüber den Gegnern der Startbahn West. Ich bedauere, dass es mir mein hohes Amt verbietet, den Kerlen eins in die Fresse zu hauen. Früher auf dem Bau hat man solche Dinge mit Dachlatten erledigt. Der derbe Umgangston muss auch bei Joschka Fischer Eindruck gemacht haben. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Unvergessen sein Auftritt im Deutschen Bundestag mit der würdevollen Anrede und dem jähen Ende. Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Es gab früher Politiker, die ständig ausrasteten. Das gehörte sogar zu deren Persönlichkeitsprofil, zu deren Image dazu. Man denke an Herbert Wehner, man denke an Franz Josef Strauß. Sie kriegen mich nicht aus der Ruhe. Gestatten Sie eine Zwischenfrage. Nein. Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Würden Sie gerne dem nächsten Kabinett angehören? Meine Güte, ja. Schminken Sie sich doch den Bart ab. Halten Sie doch mal die Gosch und hören Sie zu, Sie Kamel. Können Sie mal das Maul halten, einen Moment, einfach das Maul halten. Mensch, Gott sei Dank, man sieht mal auch, dass das ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Politisch korrekt wäre es gewesen, Sie hätten das getan, was Sie anderen empfehlen. Das Maul halten oder die Gosche. Aber dann wäre die Politik wohl auch noch ein bisschen langweiliger.